Herzlich willkommen zum Rockhütten Podcast. Oh yeah. Yes, baby. Ja, so, es ist soweit. Wir sind da. Erst einmal ein herzliches Willkommen an den Alex. Schön, dass du wieder da bist. Ja, hallo, meine Lieben. Und dafür, dass wir zu viert hier sitzen, gibt es einen guten Grund. Nämlich? Und zwar feiern wir heute unsere 50. Episode. Heute am Freitag, den 8.10. und steigen sofort in die erste Rubrik ein, die da heißt: Was geht da? Und feuern hinterher: Jetzt kommt eine Party. Yeah. Ja. Eine fette Party. Yeah. Oho. Ich hab ein Déjà-vu. Kaum beginnt die dunkle Jahreszeit, wird bei uns wieder nur ausgelassen gefeiert. Und ganz ehrlich, zur 50. Episode, liebe Freunde, erhebt die Gläser. In Form einer Bierflasche. Ich komme leider nicht, aber Dennis, kann ich bei dir für Torben auch? Ach, okay. Reicht, reicht. So. Männer, Prost. 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 Ja, es ist unglaublich. Wir haben eigentlich nur noch Jubiläumsfolgen jetzt. Ne? Demnächst sind wir seit einem Jahr auf Sendung. Aber Gesundheit, ja, auch das hat sich nicht geändert. 50 Episoden Rockhütte Podcast. Ist unfassbar. Mit euch, für euch, dank uns. Ich meine, wir können uns ja auch selber auf die Schulter klopfen, dass aber wir auch das dank geschafft euch haben. Auch dank euch. Da ich dich jetzt ja quasi 50 Wochen, jede Woche mindestens einmal gesehen habe, konnte ich sehen, wie dein Bart weiter gewachsen ist. Das ist richtig, aber das stimmt nicht ganz, weil wir hatten ja auch. Es war hart, es war hart. Wir haben es tatsächlich ja geschafft, 50 Wochen am Stück jeden Freitag eine Episode zu bringen. Aber wir haben auch mal mit Problemen zu kämpfen gehabt zwischendurch. Das war aber ganz hervorragend und perfekt gemeistert haben. Ja, ja. Wir hatten mit schon einigen mal, Tricks. Wir hatten schon mal Ausfälle. Ne? So, du hattest Darmflucht. Ja, er wollte weg. Flutschi war da. Ja, Torben hatte hier Knieschuss-Gesichtslähmung. So in der Art. Ja, so in der Art. Die Reihenfolge. Klingt richtig. Dann die hatten Reihenfolge wir Mega-Lockdown und konnten nur per Videoschalte irgendwie Podcast aufnehmen. Wir haben das alles irgendwie gemeistert. Ich glaube auch im letzten Jahr waren so 2-3 Wochen auch schon mal WhatsApp und sowas war gestört. Dann konnte man den Alex nicht erreichen. Nee, das lag nicht das an WhatsApp. Das liegt nicht an WhatsApp. Das liegt an mir. Das lag an ihm selbst. Ja, ja. Ja, der sagt dann, ich schlafe. Das kann nee, drei bis vier Tage dauern. Das war nur der eine Chat, der nicht funktioniert hat. Also aus dem Grunde hat sich Alex auch mal wieder hierher bequemt, die ganze Band ist da zum yes Feiern. Also ich könnte es ja jetzt nochmal sagen, immer dann, wenn es riskant wird bei euch, wenn ihr euch wieder gegenseitig anzickt, dann schreibe ich auch mal. Horst, was. Könntest du mal bitte wach werden, wir feiern hier ja gerade. Horst, auf 50 Episoden mit Horst. Es war mir 50 Episoden eine Riesenfreude, mit euch voll Hongs einfach zusammenzuarbeiten. Danke dafür. Heißt das, du hörst jetzt ob? Der lügt doch. Nee, das noch nicht. Nee, ich bin ja der Älteste noch nicht, ne? Ja gut, 5 Jahre müssen wir den noch durchfüttern. Jungs, ich möchte euch zur 50. Episode mal ein paar Fakten, Zahlen, Daten und Fakten, so weiter. Fakten um die Ohren hauen. Oh, ihr Kassi, sind raus. Wir haben jetzt sage und schreibe für euch, und ihr könnt das alles noch immer hören, in den ewigen Annalen des Internets werdet ihr noch eure Urenkel damit beglücken können, 2605 Minuten Podcast für Fett euch zustande gebracht und da ist lange kein Ende in sich. Da sind für die Legastheniker unter euch, sind das 43 Stunden, beziehungsweise so etwas mehr als 3,5 Tage, könnt ihr euch von Folge 1 bis Folge 49 durchhören. Es hätten mehr Stunden sein können. Hätten. Wenn ja Horst und Torben nicht immer darauf gepocht haben, dass die Folgen nicht länger als 45 Minuten gehen. Ja, aber auch da haben wir sind ja irgendwann. Sind die denn jetzt schlechter geworden, weil die länger geworden sind? Nein. Absolut nicht. Nein. Wir haben diese Woche noch Fanpost gekriegt. Nein, sie sind scheinbar nicht schlechter geworden. Aber es gibt noch mehr Zahlen, Daten, Fakten. Wir haben in dieser Zeit sage und schreibe 20 Rubriken aus dem Boden gestampft. Nicht wahr? So viele? Ja, 20 Rubriken. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Was soll es denn gewesen sein? Wir haben Hörspiele gemacht. Wir hatten ja Krankheitsausfälle. Wir hatten Live-Schalten. Wen haben wir mal angerufen? Wir haben Danger mal angerufen. Wir hatten diverse Gäste da, wir hatten den Woche da, wir hatten den Stock Jörg von Antidepressiva da, Stocki von Echt Lecker. Wir hatten Chris Burks von Motor Jesus da. Chris Burks. Ja, war übrigens diese Woche, waren die live im Stream.
Im Rockpalast. Sehen. Ja, mega geil. Du warst dabei. Ich hab's gesehen. Ja. Also, dass du dabei warst. Ja, ich war virtuell auf der Couch dabei, aber ja, war mega. Wir haben so viel erlebt. Unseren Fauxpas damals mit Gott hab ihn selig, Willi Herren. Ja. Auch da mussten wir uns einstehen. Was heißt Fauxpas? Ne? Das war ein Fauxpas. Wer kann denn mit sowas rechnen? Dass, ich meine, das ist er ja selber schuld gewesen. Sowas wusste nur Gott. Wir haben zwei Videoepisoden aufgenommen. Wir haben zwei Videoepisoden aufgenommen, die ihr gucken könnt. Wir waren bei Kulturgesichtern dabei. Wir sind regional und vertikal. Nee, horizontal in der Zeitung gewesen. Mit der Wasserwaage. In der Presse. Bitte. Ja, wir waren die Band, die aus Langeweile einen Podcast gemacht hat. Damit kann man Werbung machen. Unglaublich. Und wir haben uns ausgeweitet. Ihr findet uns ja nicht nur auf www.rockhütte.com, sondern mittlerweile den Podcast auch gratis, weil Spotify kann man auch gratis haben, findet ihr auf Spotify, auf Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Amazon Music, Deezer, Google Podcast, iTunes, neu auf Samsung Podcasts, auf Podimo und auf Audible. Kannst du das nochmal langsam zum Mitschreiben vielleicht wiederholen? Man kann ja zurückspulen. Anderthalb Stunden gehen soll, bitte. Man kann ja zurückspulen. Ja, ja, genau. Also ihr müsst das einfach weitererzählen, weil wir wollen ja jetzt mindestens noch, ja, so ein halbes Jahr machen wir noch. Dann hören wir auf. Bist du irre? Was soll ich denn dann in der Woche machen? Ich gebe dir einen guten Tipp. Du kannst, wenn wir aufhören, erstmal wir hören nicht auf. 3,5 Tage damit verbringen, unseren Podcast oder die letzten Podcasts zu hören. Ich finde 3,5 Tage, das klingt sowas von wahnsinnig. Ja. Ja, also ganz ehrlich, du fährst so in Urlaub und weißt so 3,5 Tage nicht, was du machen sollst, legst dich an den Strand, haust dir die Stöpsel in die Ohren und hörst 3,5 Stunden Rockete Podcast. Okay, danach musst du dich eventuell selber einweisen oder irgendwas. Ich wollte gerade sagen, ne, die meisten, die das versuchen, werden wahrscheinlich an einem Zwerchfellbruch verenden. Die Frage, die ich mir ja jetzt stelle, ist, wenn ein Unwissender, quasi einer, der noch keinen Podcast von uns gehört hat, wenn der sich so jetzt das volle Brett gibt, ist er danach weiser? Ja. Wahrscheinlich, oder? Weil da hatten wir ja hier vor Ort die Person, die es tatsächlich als einzige, von der ich weiß, gemacht hat, und das war ja Stocki, der sich ja eine Episode nach der anderen reingehämmert hat. Und der war wirklich weise danach und er wusste ja, was in jeder Episode vorgekommen ist, und er konnte uns auch auf Fehler oder auf Sprüche oder irgendwas von uns hinweisen. Das war schon heller Wahnsinn. Also quasi ist er, wenn man alle Podcasts gehört hat, ist man quasi so ein bisschen Familie auch mit, weil wir haben uns ja ausgezogen, entblößt, selig. Ja, und es lohnt sich, Jungs. Ihr müsst wirklich sagen, ihr könnt es jedem erzählen, jedem Familienmitglied, dem gehassten Lehrer, dem Chef. Jeder kann diesen Podcast hören. Tatsächlich. Jeder wird was finden. Vielleicht hat ihn auch Angela Merkel gehört. Vielleicht. Ich habe nämlich noch mehr Zahlen mitgebracht. Angel! Oh, es gibt weitere Seit Zahlen. Seit dem Start. Wir sind am 30.10.2020 gestartet. Wir haben seitdem, sind wir bei 400.000, mein Gott, bei 4.000 Streams. Nee. Ja, wir haben um die 1.100 immer wiederkehrende Hörer. Das sind die so immer mal zwischendurch reinseppen. Wir sind bei 578 Abonnenten. Da wird einem ja schwindelig. Ja, die meisten allerdings tatsächlich auf Spotify. Im Durchschnitt sind wir aber so, die alten Folgen, das ist schön, ihr fangt von vorne an, glaubt uns, wir werden besser. Nur schaltet nicht ab nach den ersten Episoden, wir werden immer besser. Wir sind so bei, wenn eine neue Folge rauskommt, sind erstmal so 60 hören die weg und viele sind noch am Anfang. Also unsere älteren Episoden, da sind wir schon so bei 200... 150, 170. Sind die denn jetzt schon retro? Die hören nach. Ja, die sind quasi retro. Kult? Ja, die sind schon schwarz-weiß, ja. Finde ich schon. Sepia. So Schmanker nebenbei. Wir haben eine Folge, die heißt Summer of 96. Die wurde bisher 96 Mal gehört. Ob das Zufall ist, weiß ich nicht. Fand ich interessant. Ja, ich glaube, du hast jetzt aber auch den Cut da reingemacht. Die kann gar keiner mehr hören, damit es genauso eben bleibt. Nein. Ich habe heute erst diese Statistik erstellt, ne? Plus, wir haben noch einen Rekordversuch am Laufen. Ja? Auch. Wir haben das Rockhütte Mixtape. Wir haben einen Rekordversuch am Laufen. Dann erzähl mal über den am laufenden Rekordversuch. Der am laufende Rekordversuch heißt, wir wollen die längste und natürlich beste Spotify-Playlist aller Zeiten haben. Und wir sind inzwischen bei unserem Rockhütte Mixtape bei 190 Songs zusammen 12 Stunden und 40 Minuten. Da sind gewaltige Songs bei.
Ich habe kein Spotify. Mega. In der Zeit, wenn du mit den dreieinhalb Stunden, mit den dreieinhalb Tagen Rockhütte Podcast durch bist, hast du noch einen halben Tag, wo du das Rockhütte Mixtape, da kommst du auf vier ganze Tage, wo du dich nur mit der Rockhütte beschäftigt hast. Das ist ein Traum. Ja, und dazu kommen noch nicht unsere 160 TikTok-Videos, die ihr gucken könnt. Gibt es die auch geballt an einer Stelle? Ja, auf TikTok. Ja, kannst du ja hintereinander auf seinem Handy. Hast du TikTok? Ja, das. Ich glaube, der Einzige, der TikTok hat, ist. Ja, die sind auch auf YouTube, Instagram und Facebook. Bist du denn dann der TikToker? Also, ich habe keinen TikTok. Auch. Nee. Ich habe eine TikTok an meinem Handgelenk. TikTok, TikTok. Ja, ja. Das war der Typ, der auch Flip-Flaps trägt, oder wie war das? Flip-Flips, genau. Flip-Flaps. Flip-Flops. Chris Barks. Du bist eine Flip-Flop. Ja, das stimmt. Ne? Chris Barks. Nee, wir sind auch also unendlich dankbar, aber wir wollen noch mehr. Wir wollen mehr Interaktion. Wir haben schöne Fanzuschriften gekriegt in den letzten Monaten. Wir kriegen Fotos von Bohnenkampfflächen. Vielleicht wäre es mal interessant, dass uns unsere Zuhörer mal Themen schicken, die Sie interessieren, aber mit unseren Meinungen. Ja. Wir reden drüber. Und mehr Fotos von Bohnenkamp auf Reisen. Apropos. Finde ich super. Was ist? Die 50. Episode sollten wir direkt mal mit einem Bohnenkamp einläuten, weil geil. Auch in 50 Episoden, korrigiere mich, lieber Kronator. Wir haben in 50 immer eingetrunken. Ja. Gut. Und das sollten wir natürlich nicht vernachlässigen. Komm, ist gut jetzt, hol raus das Ding. Also, das ist gar nicht so einfach, die sind so klein. Nur weil wir hier 50 Episoden jetzt aufgenommen haben. Also 50 Episoden müssen natürlich begossen werden mit unserem Haus- und Hofschnaps. Ich komme nicht ran. Yes, baby. So, meine Damen und Herren. Ihr merkt, also hier ist eine riesen Partystimmung. Und in diesem Sinne, yeah, und in diesem Sinne zum 50. Mal, 50 Mal so, Damen und Herren, anlässlich der Jubiläumsfolge 50 Episoden Rockhütte-Podcast hat auch die Firma Domritter es sich nicht nehmen lassen, von ganzem Herzen zu gratulieren und ein gratis Päckchen Bohnenkamp rüberwachsen zu lassen. Bitte aus 45 Kräutern 44% sehr Prost zum Wohl. Auf jetzt! Guck mal, Alex Partytröte war kaputt. Ne? Herrlich. Ja, so lange hat der Tom noch nie durchgehalten. Das waren 50 Sekunden. Ich habe mitgezählt. 50 Mal Bohnenkamp. 50 Mal so. 50 Mal befremdlich. 50 Mal weiß ich nicht was alles. Gut Schiss. Ja? Wieso muss ich gerade an dick und durstig denken? 50 Mal eure Fressen. Vor dem Mikrofon. Ich kann deine Fresse gar nicht sehen, da ist ein Mikrofon vor. Ich sehe immer nur deine Augen. Wir haben das schon mal in einer Episode erwähnt. Wir sind nicht nur als Band, sondern auch als was ist nochmal, wenn man sich nicht sexuell anziehen findet? Zieh dich bloß nicht asexuell, aus. Unsere asexuelle Freundschaft ist definitiv gestiegen. Wenn dir das peinlich ist. Was soll? Finger weg! Finger weg! Ja, du kommst jetzt Finger in ein Alter, weg. Da kann sich das auch nochmal ändern. Aber in 50 Episoden haben wir auch Inputs von außen bekommen und wir haben pünktlich zur 50. Episode haben wir wieder einen Input von außen bekommen, worüber wir uns sehr gefreut haben und nicht nur Sie, sondern auch ihr alle da draußen seid natürlich herzlich dazu eingeladen, immer freundlich viel uns jeden Scheiß zu so schreiben und zu schicken, den genau. Ihr möchtet. Ich würde sagen, liebe Grüße an eine Pamela. Ja, Moment. In diesem Sinne. Pamela. Eine Pamela, wir müssen das richtig aussprechen, weil auch sie als aufmerksame Hörerin weiß, dass wir Gymnasiasten sind. Ist das Pamela oder wer Pamela? Ist hier? Nee, Hauptsache nicht Pamela. Nee, das also geht ja, du hast es jetzt gesagt, Pamela. Du solltest das doch nicht sagen. Wir sagen jetzt Pamela. Die liebt unseren Podcast, ne? Also es macht sehr viel Spaß, uns zuzuhören. Sie fragt, ob der 50. Podcast eine Jingle-Episode wird. Leider weiß ich nicht, was das bedeuten soll. Vielleicht ja, diese ganzen immer Jingles, die wir immer da reinspielen, nacheinander vielleicht abzufeuern. Das feuer doch mal zwei für die Pamela. Mach doch schon mal so zwei, drei feuer mal für die Pamela. Hast du Jingle-Bells drauf? So Jingle-Bells hier. Meins, 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 meins. Der Klassiker. Und den Kinski. Ja, warte, ich hab noch den hier. Wochenende, geil.
Diese ganze Fick-Scheiß-Arbeit! Ich will durch! Saufen! Saufen! Scheiß-Arbeit! Also die Idee von Pamela ist auf jeden Fall schon mal ein Highlight. Ich find's super witzig. Komm, halt deine Schnauze, damit du hörst, was ich jetzt sage. Nein, tue ich nicht. Ich find's wirklich witzig. Volle Kanne, Hoshi! Ja, genauso witzig finde ich es. Okay. Ich habe fertig. So, jetzt. Liebe Pamela oder Pamela oder was auch immer. Nee, das sollst du doch nicht sie sagen. Sie fragt auch, wie es mit einem Gewinnspiel dieses Jahr aussieht. Ja, vielleicht reden wir da nochmal, wenn du aufmerksam zuhörst, in der Jahresepisode 52 drüber. Also aufmerksam dabei sein. Ja, dass wir Gymnasiasten sind, hat sie vor, uns schon zu Last gelegt. Also ich kann gerne sagen, ich nicht. Ja, er nicht. Nee, sie hat auch geschrieben, drei von euch. Sie hat sich auch nicht erwähnt. Und sie hat uns eine Schnapsempfehlung gegeben. Und zwar, sie hat geschrieben, probiert doch mal die harte Nuss aus dem Hause O'Donnell. Liebe Pamela, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. In der nächsten Episode werden wir mit der harten Nuss mal anstoßen. Ich habe sie nämlich bestellt. Oh, das ist geil. Ja. Das ist eine harte Nuss. Hoffe ich schon mal. Ja, genau. Also in diesem Sinne, wir sind ein absoluter Podcast, der mit euch mitarbeitet. Also schreibt uns auch gerne mal eine Mail an podcast@rockhütte.com. Wir sind quasi der Podcast des Volkes. Genau. So, aber meine Damen und Herren, wir bedanken uns für diese Zuschrift und machen jetzt weiter mit unserer Party. Tom, du. Gehen dir nicht manche Sachen wieder tierisch auf den Sack? Hast du Bock, dich aufzuregen? Ich weiß auch nicht. Ja, ich muss mich mal über dich aufregen, Dennis. Das war jetzt so nicht geplant. Also ich höre jetzt aufmerksam zu. Ja, du hast ja, in der vorigen Geil. Episode hast du ja erzählt, dass du dich nicht gerne mit Leuten unterhältst. Du hast das immer mit kleinen Floskeln oder so einfach so abtust. Oder sich halt nach draußen. Ich habe gesagt, ich hasse Smalltalk. Ja, aber du machst ja nie lange, weil du immer abhaust. Okay, ich merke aber schon, wo die Reise hingeht. Ja, ja. Das hat der gemacht! Du dumme Sau! Motzkiste! Jetzt mach mich doch nieder, ey. Ja, du bist ja Leck so ein mich Typ, doch. Ne? Wenn einer fragt, wie geht's, sagst du, gestern ging's noch. Das wollte er nicht wissen. Nee, ich sag dann immer den Wochentag. Weil es ja eine Floskel ist. Ne? Das habe ich letztes Mal gesagt. Wenn mich einer anruft und sagt, ja, diese typische Floskel, na, wie geht's? Dann sage ich Montag. Ja, okay. Ja, aber das will doch eh keiner aber hören. Das ist doch unfreundlich. Soll ich sonst sagen, ich hatte heute ziemlich harten Stuhlgang, das hat ein bisschen wehgetan. Mach ich aber auch, also willkommen im Club. Ne? Was mit dem Stuhlgang? Wow. Gesundheit. Was wäre denn, wenn du bei dieser Frage, wie geht's, zumindest ein paar Floskeln hintereinander setzt, so im Grunde genommen, mal unter uns weiß Bescheid. Ja, man wird nicht jünger. Alter Schwede. Ich lache mich weg. Ja, nee, ist klar. Ich finde, ja, immer ganz gut. Ich will ja nicht sagen, aber das liegt bestimmt am Wetter. Das ist aber auch, wenn du den Leuten die Fragen stellst und die auf den Smalltalk halt meinen einzugehen, aber auch keinen Bock drauf haben, dann kommen nämlich genauso Floskeln da drum, weil die hören dir gar nicht zu und dann sagen die ja, so ist das. Ja, ja. Das kann jedem mal passieren. Ja, man wird ja nicht jünger. Bei schlechten Menschen geht's immer gut. Ja. Ganz ehrlich. Ja. Alter Schwede, ey. Da steckst du nicht drin, ne? Ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Aber ja, aber pass auf, ohne Scheiß. Wir haben uns ja Gedanken gemacht und wir haben so ein paar aufgeschrieben. Aber das Schlimme ist, dass man sich halt hier und da doch wiederfindet. Ja, klar. Es gibt ja so Sachen. Ja, genau, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ja, nee, ist klar. Das ist Ansichtssache. Damit kannst du mich jagen. So, das ist auch so eine Floskel von mir oder so. Ja, danke. Ja, dann plus Mahlzeit. So, ja. Ne? Das sind so Dinger, da weiß ich halt. Weißt du, weil ich glaube, die allerschlimmste Floskel, nee, die hat jeder von uns schon mal gehört, wenn Familientreffen ist und man hat sich lange nicht gesehen und die Tante kommt. Und doch wieder erkannt. Nee, und die Tante kommt, dann heißt das, oh, bist du groß geworden? Nee, das ist keine Floskel. Natürlich. Das muss. Ne? Also, ja, das ist ja langsam immer das Gleiche. Aber trotzdem wiedererkannt. Ja, ist ja auch schon, schön. Boah. Fies sind diese Floskeln, wo man was verdreht, so hier ja zum Bleistift. Ne? Oder darf ich dich mal an die Beke titten? Ja, so was, das sind auch so... Oder wenn du so beim Klassentreffen bist, dann hast du ja normalerweise so einen, sagen wir mal, so einen Stuhlkreis von Narzissten. Die fangen dann immer an mit, also ich für meinen Teil... Ja, in der Tat. Und was machst du so? Ja, ich für meinen Teil. Was mir bei mir immer auffällt, ich sage immer so Sachen wie, früher war alles besser.
Ja, war es ja auch. Ja, besser spät als nie. Ja, aber und danach könntest du noch schieben, so, stimmt's oder habe ich recht? Guck mal, gleich klatscht es hier, aber kein Beifall. Ja. Oh, das ist geil. Ne? Das nein, also, so Stück, doch so ein ey. Stück weit, weil jeder wird sich bei diesen Floskeln halt wiederfinden, weil die jeder im normalen Alltag halt so gebraucht. Da gibt es bestimmt eine App für. Ja, ich bin Zeuge! Anzeige ist raus! Ich google das mal. Komm jetzt, ZZ, aber ziemlich zügig. Ja, genau. Ja, so, das ist ja, was ich schön finde, ist, hier steht eine Floskel, die kenne ich, aber die benutzt eigentlich keiner, weil die so, weiß ich, aus den 30er Jahren, glaube ich, ist. Ach du dicker Hund. Das sagt Ansicht. Keiner mehr, aber jeder kennt sie. Das ist Ansichtssache. Nee, du sagst so, ich sag zum Beispiel, nee, ich auch nicht, aber man sagt so eher bei uns so, ach du grüne Neune. Hm. Und die Intonation ist auch wichtig, weil so, na, wer sagt's denn? Ja. Ja, na, wer ja, sagt's fein. Genau. Ja, fein. Der Jochen ja, würde fein, sagen, das Leben ist kein Ponyhof. Nee, Jochen würde schön, sagen, oder? Abwarten. Oder die Zeit abwarten rennt mal wieder. Abwarten ist auch eine schöne Floskel. Horst, hast du auch eine Floskel, die du immer benutzt? Außer ihr Hohlköppe. Ihr Hohlköppe! Oh Gott, der kann mir auch mal... Aber hier, das Leben ist kein Kino. Das Leben ist kein Wunschkonzert, gibt's auch so schön... wir sind hier nicht bei Wünsch dir was, wir sind hier bei So is it. Das Leben ist kein Ponyhof. Ja, Alter. Verarschte mich, wo ich dabei bin, oder was? Nee, ich lach mich weg. Ja. Aber eine schöne Floskel ist auch, stellt euch vor, ihr sitzt als Beifahrer eurer Frau oder einer Frau im Auto. Eurer Frau, ganz schnell korrigiert. Und sagst, du musst nach links und sie fährt natürlich nach rechts. Dann ja. sagt man, kann jedem mal rechts passieren. Ist da, wo der Daumen links ist. Ach so, ja, kann ja, aber jedem ja, mal passieren. Schöne Floskel, ne? Oder? Ja. Also, solange passiert du das deine nicht. Füße unter meinen Tisch stellst. Ja, genau, ja. Auch ein ganz schöne Floskel, wunderschön. Oder, aber so, ach, aber da sind wir auch wieder in der Intonation. So dieses Beileidsbekundende, das wird schon wieder. Hm. Kannst ach, du nur Kopf hoch. Kopf hoch, genau. Andere Mütter haben auch schöne Töchter. Halt die Ohren steif. Oh. Komm du erstmal in mein Alter. Ja. Aber oder man muss hier auch sagen. Am Anfang von unserer Band, als wir angefangen haben, die erste Probe aufzumachen. Aller Anfang ist schwer. Ja. Ah, da gibt's aber so, ich muss sagen, gibt's so Milliarden. Diese Floskeln sind ja eher so zeitliche Relikte, so ein bisschen altertümlich auch von der Sprache her. Ich muss sagen, ich bin ja selber ein Büromensch. Das ist voll Büro. Die werden alle noch benutzt. Die werden wirklich alle noch benutzt. Also mein Onkel, den habe ich ja immer geliebt und diesen Spruch, wenn du sagst, na, wie geht's dir? Sagt er, ach ja, ich kann nicht klagen. Das ist ja auch so dieses Typische, aber er hat immer noch hinterhergeschmissen, aber ich habe einen Freund, der ist Anwalt, der kann klagen. Interessant. Ah, hier, der ist auch geil. Ja, Ende gut, alles gut. Den habe ich letztens noch zu dir gesagt, Dennis, komm du erstmal in mein Alter. Ja. Ach, die Zeit rennt ja auch mal wieder. Tut ja nicht weh. Ich habe es ja schon immer gesagt. So. Stell dich nicht so an. Freunde der Sonne. Ein paar Floskeln noch. Und also dann, ich für meinen Teil. Das ist ja das schön mit Ö. Das ist das gleiche in grün. Nicht in diesem Ton. See you later, Alligator. Ja, und gute Frage, so? Nächste Frage. Das ist ganz großes Kino hier. Ja. So einfach ist das. Dass ich das noch erleben darf. Oder auch schön so, bevor man sich so zuprostet. Ach komm, so jung kommen wir nicht mehr zusammen. Oh. Also, ja, aber da ist ja was dran. Das ist aber alles nur eine Frage der Entscheidung. Und ja. Torbens Lieblingsfloskel, alle Tutor auch von meiner Mutter. Hallöchen, Popöchen. Passt schon. Ja. Oder Tschüssing. Tschüssing. Oh, ja. Tschüssing. Also auch gut. So Begrüßungs- und Verabschiedungsfloskeln gibt es. Ja, da sage ich so, weil ich ja da arbeite, Tschüsseldorf. Boah. Oder Alter, der ist geil. Der ist ja, geil. Der ist super. Tschüssikowski bis Dennemanski. Na, Prost, ich komme wieder, keine Frage. Genau. Das wird schon wieder. Achso, das war hier von Pink Panther. Das ist abgewandelt von Du hast deine Tage, ich komme wieder, keine Frage. Ende gut. Ja, guter Seefahrer schwimmt auch durchs Rote Meer. Hier ist auch eine ganz moderne App. Das muss schon eine neue sein, ja. Eine ganz moderne Floskel. Das gibt es bestimmt eine App für. Habe ich doch schon gemacht. Was? Ja, habe ich doch schon. Also die Floskel bei meinen Eltern ist meistens, wenn das Internet wieder gelöscht ist, ich war das nicht. Also Tom, das geht ja mal gar nicht. Also Floskeln sind schon was Feines. Ich verstehe gar nicht, warum du die nicht alle nutzt, Dennis. Der Tom sagt viel, wenn der Tag lang ist. Und schon könntest du dich stundenlang mit deinen Fans unterhalten. Da haben sich zwei gefunden. Der eine sagt so, der andere so. Also ich muss so mal für kleine Königstiger. So haben wir nicht gewettet. Ja. Das ist Dynamik. Mal sehen. Moment. Sag nicht in diesem Ton.
Hatte ich auch schon mehr. Unfassbar. Ist das in dem Zusammenhang dann auch ein Floskel? Ja, befremdlich auch. Ich hab's ja schon immer gesagt. Mega. Ja. Sehr schön. Aber das da kannst gute. Du komplette zwei Stunden mitfüllen, nur mit Floss. Dann meinst du, das ist Smalltalk wirklich auf einem neuen Level. Du hast 3 Stunden rumgekriegt und nichts gesagt. Das schaffen eigentlich nur Leute im Bundestag. Du sagst echt viel, ja, wenn der Tag lang ist. Ja, willkommen im Club. Na, wer sagt's denn? Nicht in diesem Ton. Und jetzt kommt das ist sehr beliebt, und die letzte Floskel, bevor wir ins nächste Thema kommen, ist: Nichts ist für die Ewigkeit. Ich glaube, es hackt. Aber Moment, die Nacht ist doch noch jung. Ja, so ist das Leben, ne? Stimmt's, oder habe ich recht? Ist das geil. So, gute Frage, nächste Frage. Komm. Oh, das ist, jetzt bin ich aber auch raus. So. Wo sind wir dran? Ja, mal sehen. Ja. Lotjon. Ja, Lotjon ist geil. Lass jucken, ja? Kumpel. So, ne? Es klatscht gleich, aber kein Beifall. Ne? Nee, den hatten wir, glaube ich, schon. Ja, den Scheiß. Hattest du schon. Ja, ich habe leider auch Alzheimer-Bulimie. Ach, sehe ich. Daher kommt auch so, ja, ne, ja, HIV, habe ich vergessen. So. Das sind ja nicht nur Floskeln, das sind auch einfach so blöde Sprüche. Das machst du aber ZZ, ziemlich zügig. Genau so. Ja, das ist aber das. So unterhält man sich halt. Aber diese typischen Floskeln, was du eben auch angesprochen hast, wenn dir jemand entgegenkommt, und das finde ich eigentlich immer das Traurige, das ist halt dieses, wie ist es? Oder wie geht's? Ne? Das ist so eine Floskel hier. Eigentlich interessiert es gar keinen, aber die setzt man so dahinterher so. Hey, wie ist es? Und derjenige geht weiter. Den interessiert das gar nicht. Und dann, aber so bei uns im Rheinland... Obwohl du gerade dein Herz ausschütten auf der Straße und in 2 Sekunden trifft. Und dann musst du aber mal so 2 Ältere über die Straße, der eine geht links über den Bürgersteig, der andere rechts. Halt! Wie ist es? Da sind der jede. Mut! Bin ich? Löb! Lotjon! So! Lotjon! Das ist so. Ey, da haben die viel gesprochen. Aber die haben auch alles gesagt. Aber montags morgens 8 Uhr beim Arzt im Wartezimmer, wenn Rentner da sitzen, ne? Und? Wie ist es? Rücken! In Amerika haben die das perfektioniert mit über die Straßenseite. Dann sagen die, ey, what's your name? Winston. Fuck you, Winston. What's your name? Ezekiel. Fuck you, Ezekiel. Das, super, machen die den ganzen Tag. Wie heißt der zweite? Ezekiel. Wer heißt denn so? Der guckt Walking Dead. Es heißt keiner Ezekiel in Walking Dead. In Mayans MC heißt einer Ezekiel. Ganz großes Kino. König Ezekiel. Dann, ja, König Ezekiel. Echt jetzt? Ja, aber ist okay. Der Rasterkopf. Also hast du das auch nur nebenbei geguckt, ne? Lass Nein, weil der Penner mich da immer spoilert. Jedes Mal, wenn der da ist, spoilert der mich. Sorry, die verrecken halt alle. Willkommen im Club. Also ich habe eine echt, ich vermisse eine. Das ist dieses Jut. Ja, Jut. So ist auch eine Floskel. Jut ist auch eine fiese Floskel. Ja, aber steht nicht der drin. Der Tom hatte mal eine Floskel, die hat der, als wir bei Schmerzfrei gespielt haben. So. Und noch 32 Lieder im Set hatten vor jedem Lied gemacht. So, ein Mädchenstück. Also das So macht er heute noch. Ja. Ja. Aber er sagt nicht mehr konsequent jeden Song an. Das muss man ihm. Nee, wenn er das nicht macht, machst du das ja. Ja, genau. Ist mir auch aufgefallen. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ich guck nach hinten und sag zu dir, nee, sag ich nicht. Sag ich nicht. Bei dem liegt nicht. Und dann kommt er, und auf gute Freunde. Stunde des Siegers. Ja, gut, aber Lieder ansagen ist ja, finde ich auch okay. Das was wollt ihr hören? Ach, sind wir noch bei Floskeln? Sag ich einmal ein Anweis. Einmal sag ich ein Lied an. Und der Bomberpilot, meine Damen und Herren, auch nicht gut. Nehme ich 2 Dinger. Ja. Geil war in Lüdenscheid. Ich musste was trinken, hatte übelsten Durst. Ich sag, das Mikrofon, das alle hören. Torben, möchtest du nicht mal was sagen? Nö. Das ist auch super. Ja, aber die Frage war doch damit beantwortet. Du hast mich gefragt, ich habe Nein gesagt. Ja, was soll ich denn sagen? Ja, ich bin ja, man auch kennt, sehr schön. Man kennt mich ja dafür, dass ich nicht so der Spontane bin. Abschließend kann ich dazu nur sagen, was Skript, für eine, ne? Pissnelke. So, ohne Heu kann das beste Pferd nicht furzen. Oh, ich habe schon, hab schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. Ah, das sind so die, boah. Eigentlich, da fließt noch viel Wasser den Rhein runter. Mega. Ne? Ganz toll. Ja. Ja, komm ich heute nicht, komm ich morgen. Was du heute kannst besorgen, das kannst du auch noch übermorgen. Genau. Wenn ich das immer höre, morgen, wie willst du das denn morgen alles schaffen? Ja, stimmt, mach ich übermorgen. Ja, das schaffe ich alles gar nicht.
So, dann haben wir noch eine zweite Rubrik, ist ja lustig heute. Ich habe gar keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich brauche mal einen Wink mit dem Zaunpfahl, ist ja Jubiläum. Oh, ein Wink mit dem Zaunpfahl, schöne Floskel. Jetzt wird's übel. Das geht mal gar nicht, ne? Also, toll. Ich glaube, doch, Moment, ich habe so eine Vermutung, hier. Onkel Toms gefährliches Halbwissen. Habe ich recht? Ja, stimmt's oder habe ich recht? Alter, hör auf damit! Jetzt geht ab die Luzi. Jetzt habt ihr mich angezündet. I'm on fire. Mann, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ja, ich wollte auch noch mal was loswerden. Ich habe mir mal. Boah, ist das schattig hier. Ich habe mal wieder Zeit gehabt und in den Tiefen des Internets gewühlt. Und habe noch der ein paar. Der findet. Ja, ja. Ist halt die Schnauze! Nicht dein Ernst! Warum? Der macht doch halt so nach dem Motto: No risk, no fun. Ja, wer anderen in die Möse beißt, ist böse meist, ne? Was? Boah, Alter. Oh, weia, das kann heute nicht gut enden. Wenn das keine Jubiläumsepisode ist, weiß ich auch nicht. Das ist sehr grenzwertig heute hier. Nein, aber ich habe die 20 verrücktesten Gesetze aus aller Welt gefunden. Ja. Wissen es macht nichts, Wissen macht auch nichts. Ich habe sie mir dann, weil ich ja Zeit hatte, durchgelesen und fand sie sehr interessant, sodass ich dachte, es müssten auch unsere Zuhörer mal mitbekommen. Für das Allgemeinwissen meinst du, ja? Für das Halbwissen, ne? Zum Beispiel hier in England, alle englischen Männer ab 14 Jahren müssen sich ungefähr 2 Stunden pro Woche von einem Geistlichen in der Handhabung von Pfeil und Bogen unterweisen lassen. 2 Stunden in der Woche? Mhm. Nicht einmalig. Hast du da jemals von gehört, dass irgendein Engländer Pfeil und Bogen schießen geht? Ich sehe die meistens nicht, die Engländer, weil die so blenden. Ja, entweder wegen weiß oder rot, ja, stimmt. Nee, ihr macht euch jetzt gerade wirklich Gedanken über das Pfeil- und Bogenschießen. Ich mache mir Gedanken, warum von dem Geistlichen? Seid ihr behämmert? Ja, das ist sehr kurios, oder nicht? Bei mir, also. Liegt das daran, weil Robin Hood ein Volksheld war? Also ich habe gerade 5 Staffeln Peaky Blinders durch. Die sind nicht so. Ja, da hat aber auch keiner Pfeil und Bogen geschossen. Ja, aber das sind nicht gerade Pazifisten, die Briten, ne? Da also kann auch mal ein geistlicher Pfeil und Bogen. Wenn die Schweizer ihr Gewehr nachdem sie im Militärdienst waren, mit nach Hause nehmen dürfen, finde ich ja in Ordnung. Und dass sie dann vielleicht nochmal Schussübungen machen. Aber warum Pfeil und Bogen? Es gibt viel zu tun. Packen wir es an. Ja, das ist ein Wink mit dem Zaunpfahl. So, wer schmeißt den jetzt raus, bitte? Ja. Es ist grün, du kannst gehen. Hier, lest ihr doch mal einen vor. Sex mit einem Känguru ist nur erlaubt, wenn man betrunken ist. Ja, wo kommt das wohl her? Australien. So, und jetzt erklär mir wir seit 50 Episoden was trinken. Jetzt wo ist das Känguru? Jetzt habe ich noch eine Frage. Wo kommt das her? Heißt das aus Australien oder heißt das Australien? Wo kommt das denn her? Aus Australien? Tom muss jetzt erstmal die 16 Etagen wieder hochlaufen aus dem Keller. Ich bin ja noch nicht mit dem Engländern fertig gewesen. Männer dürfen in der Öffentlichkeit urinieren, solange es am Hinterreifen des eigenen Autos passiert und die rechte Hand auf dem Auto ist. Wer schreibt sowas auf? Ja, aber du musst dir das jetzt vorstellen. Der steht an dem Auto, ist betrunken, muss mit der linken Hand am Hosenstall nesten, weil er die rechte Hand ja nicht vom Auto nehmen darf. Und er ist nur betrunken, um dann schnell nach Australien zu kommen, um den Känguru zu... Ach komm, ist auch egal. Hat nur eine Stange Wasser in die Ecke gestellt. Ja, immer noch besser als in China, ne? Ertrinkende Menschen dürfen nicht gerettet werden, weil dies ein Eingriff in ihr Schicksal wäre. Das ist Schicksal. Hallo, bös. Das ist aber eine geile Ausrede für alles. Ja. Stehen die alle oben auf der Brücke und so, nee. Greif nicht ins Schicksal. Du musst schwimmen. Helfen Sie ihm. Nee, ich bin Chinese. Weißt du, Zivilcourage komplett auf 0%. Ich greif nicht ein, ins Schicksal. So, was haben wir noch? Mega. Tom, hast du auch sowas Interessantes? Ja, ich war ein bisschen schockiert und ich bin froh, dass ich nicht in Israel wohne. Weil samstags ist das Ausdrücken von Pickeln auf der Nase verboten. Das ist der einzige Tag, wo ich Zeit dafür habe. Ist das auch verboten, wenn das die Freundin macht? Weil die sind da eigentlich immer heiß drauf. Ja. Krankerweise. Grundsätzlich ist es da verboten. Samstags da die Pickel. Okay, ja. Das ist aber auch obwohl, auf was ist das zurückzuführen? Jetzt hast du samstags keinen Pickel, dann ist es auch egal, oder? Das kann ja eiter werden. Ja, dann kannst du immer noch den Sonntag nehmen, ne?
mach dir selber mal das Tor auf, damit du auch mal 16 Dinger runterfliegst hier. Das ist doch nicht dein Ernst. Ja, also ich finde. Du kannst das hier nur verkraften, wenn du süßt. Genau, das mache ich jetzt auch. Alex, lest noch einen vor in der Zeit. Dann machen wir mal den hier. Männer, aufgepasst. Jetzt werden bestimmt einige auswandern wollen oder so. In Alabama dürfen sie ihre Frau nur verprügeln, wenn sie einen Stock benutzen, der nicht breiter als ihr Daumen ist. Jetzt der Daumen der Frau, oder? Dangers. Ihr Daumen. Moment. Ja, man weiß es ja nicht. Da ist die große Frage jetzt, Dangers rechter Daumen oder Dangers linker Daumen? Ich weiß es nicht. Also Danger ist jetzt schon sechsfacher Witwer. Aber nicht schlecht. Interessantes Gesetz, ja. Also passt auch jetzt nicht so ganz in die aktuelle Gleichberechtigungsdebatte rein. Ja, Belgien wundert mich jetzt nur, dass da nichts Standardmäßiges drinsteht. Aber ich finde das Gesetz hervorragend. Ein Gesetz des Staates Illinois besagt, dass alle weiblichen Singles männliche Junggesellen mit Meister anzureden haben. Wie geil ist das denn? Wer kommt denn auf so einen Schrott? Jetzt mal unter uns. Aber das wird, glaube ich, in Schleswig-Holstein wird das auch gelebt. Die sagen immer Moin Meister. Oh je, das ist auch gut. In Devon, Connecticut ist Rückwärtslaufen nach Sonnenuntergang verboten. Gut. Nach Sonnenuntergang. Ja, weil wahrscheinlich logisch. Es ist dunkel, der läuft sowieso verkehrt rum. Dann fällt er hin und dann muss nachher die Versicherung dafür aufkommen, weil der eine Platzwunde hat. Auf den Hinterkopf gefallen. Logisch. Ja, das ist ja nicht so. Da muss man ein Gesetz schreiben. Dann ist das gar nicht so schlecht. Weißt du, die Gesetzbücher will ich sehen. Die haben wahrscheinlich eine Seitenstärke. Und dazu muss man ja mal sagen, dass die sich ja hinsetzen und da Stunden über Stunden drüber debattieren. Und dann kommt so etwas raus und das ist für mich unfucking fassbar. Keine Frau darf in einem Badeanzug einen Highway des Staates Kentucky betreten, wenn sie nicht von mindestens zwei Polizisten eskortiert wird oder sich mit einem Knüppel bewaffnet hat. Dieses Gesetz trifft nicht in Kraft, wenn die Frau entweder weniger als 90 oder mehr als 200 Pfund wiegt. Was stimmt mit denen denn nicht, bitte? Da will ich nicht hinfahren. Da haben die 100% den ganzen Tag dran gesessen. Und so ist das, wenn du das fünfte Rad am Wagen bist. Ja, das war bestimmt der Trump. Das ist unfassbar. Also das sind schon sehr, also aber deutsche Gesetze, die so komisch sind, gibt es nicht, ne? Nun ja. Du darfst zum Beispiel... Also ich habe zumindest keins gefunden. Ja, es gibt schon. Obwohl... Also letztens war eine Veranstaltung. Ein großes... Es gibt ja wieder Schützenfeste inzwischen. So after mittendrin Pandemie, Gedönse, ne? Und ja, aber die sind immer um 12 Uhr zu Ende, weil dann wird das Virus aggressiv. In dem Schützenzelt war keine Maskenpflicht. 2G, okay, war keine Maskenpflicht. In einem geschlossenen Raum. Wenn du rausgehen wolltest und dann zur Toilette musstest oder zum Imbisswagen, dann war eine Maskenpflicht. So. Sinn und Unsinn gibt es auch bei uns. Ja, Unsinn gibt es ja auch bei uns. Und das hatte der Tom ja gerade schon angesprochen. Wir hatten ja vergangenes Wochenende hatten wir Krönungsball. Und um 12 Uhr war Schluss. Weil nämlich, und wir haben um 6 Uhr aufgemacht, also 6 Stunden lang, war das Virus relativ eingedämmt. Aber ab 12 Uhr wird es aggressiv und springt über. Deshalb muss um 12 Uhr Schluss sein. Ja, das war ja auch in dem Hardcore-Lockdown, ja, dass du auch nicht mehr Auto Gremlin fahren durftest. Das ist ja wie hier mit den Gremlins, ne? Das ist ja so. Mit ab wem? 12 Uhr hier mit... die darf man nicht füttern dann, ne? Ja, ja, nach Mitternacht. Und das ist dann, wenn die dann natürlich noch weitermachen, ne, dann... Ja, also ab mal 12. Mal sehen, wie es wird. Die Ampel steht auf grün. Dürfen wir denn dann auch nach 12 nicht mehr Musik machen oder dürfen wir dann noch länger spielen? Ich habe keine Ahnung. Also ich bin da. Sagen wir mal so. Ne? Aber ohne Flachs. Wenn du zum Beispiel auf Hawaii... Ohne Flachs, Junge. Nur mal Butter bei den Fische. Wenn du auf Hawaii Bock hast, dir Münzen ins Ohr zu stecken, darfst du es dann nicht. Ja. Warum nicht? Wenn ich doch Bock drauf habe, mir einfach Münzen ins Ohr zu stecken. Ja, aber wofür? Vielleicht gab es auf Hawaii eine erhöhte Anzahl von Mittelohrentzündungen aufgrund von Münzmissbrauch. Aber mich würde zum Beispiel interessieren, was für Strafen verhängt werden, wenn zum Beispiel ein Nüchterner in Australien Sex mit einem Känguru hat. Das würde mich mal interessieren. Was müssen die da bezahlen? Oder wenn du halt, 80 Kilo wiegst, ne, der muss, Pfund. Wenn der Sex mit dem Känguru hat, muss der danach die Kinder austragen. Nee, ich wette,
Der wird in seinem dann, Beutel. Der nüchterne Känguru-Vergewaltiger, der wird dann mit 60 betrunkenen Kängurus in einen Käfig gesperrt. Und dann gib ihm. Das ist natürlich eine tolle Strafe. Ja. Na, also ja, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Boah, Alter. Oder Faust auf Faust. Nee, hier Klaus Lager hat hier nichts mit zu tun, mein Freund. Egal. Das wird mir echt zu bunt hier mit euch. Hey, meine Gefühle fahren Achterbahn. Apropos ja, Achterbahn. Jetzt mal ganz im Ernst. Da hat Helene Fischer das Megakonzert des Jahrtausends angekündigt und erstmal so, ja, ich bin eigentlich kugelrund dann. Ja, die ist bestäubt worden und hat es nicht mitbekommen. Ja, aber ist auch schon ein bisschen ernüchternd dann, oder? Hat die dann schon geworfen, wenn das Megakonzert stattfindet oder noch nicht? Weißt du, hat das einer mitgezählt? Da ich das nicht so wirklich verfolge. Also die wird auf jeden Fall nur, ich denke mal, dass sie aber in diesen hautengen Kleidern dann nicht seitlich stehen wird. Auf der Bühne, also immer nur von vorne zu sehen. Ich meine, Pink hat sich ja trotzdem überall abseilen lassen auf ihren Konzerten damals, obwohl die so schon. Ja, die Helene kann dann auf dem Konzert einen abseilen. Apropos, ja, nach 9 Monaten kann das sein, ja. Apropos Musik. Ja. Wir gehen rüber zur nächsten Episode. Zur nächsten Episode. Okay, willkommen bei der Episode 51. Rubrik. Alles kann, nichts muss. Boah, Junge. Rubrik. Ich doch lecker Lederstühle. So, meine Damen und Herren. Oh, die Rubrik haben wir schon lange nicht gehabt. Heute hauen wir alles mal durch. Ein anderes Wort für gut. Klangkotze. Ja. Oh. Die habe ich schon fast vergessen gehabt. Ja, Klangkotze. Herzlich willkommen bei Klangkotze. Der Tom hat was vorbereitet. Leck mich fett. Was bin ich aufgeregt. Ja, ich hab mal... ich freue mir ein zweites Loch in den Arsch. Ja. Da wir ja so ein tolles Mixtape haben und da unfassbar gute Songs drauf haben, also so quasi Welthits, habe ich mir doch nochmal Gedanken gemacht, um rauszufinden, was sind denn wirkliche Welthits gewesen? Also quasi Lieder, die so oft gekauft oder gehört wurden, dass sie wirklich die allerbesten Lieder sind, die es überhaupt gibt auf der Welt. Kann ich mal kurz unserem Schlagzeuger bitte... Weil ihm haben wir Celine Dion auf dem Mixtape zu verdanken. Ist doch geil. Also wie gesagt, ich habe kein Spotify. The one and only. Ja, und da habe ich mal eine Liste zusammengestellt, was doch sehr interessant ist. Alex ist der einzige Mensch auf der Welt, der sich einen Zoom gekauft hat wahrscheinlich damals. Ne? Ich habe eine Liste aufgestellt der erfolgreichsten Hits in jedem Jahr. In jedem Jahr? Ja, von jedem Jahr der erfolgreichste Hit. Okay, ich wüsste gerne den 1873? Hit von 1873, genau. Ich möchte so gern Def Dudley hören. Gesungen von Billy the Kid, oder was? Wenn der früher so hieß, ja. Nee, der hieß H. Bunny. Ja, aber wo fangen wir denn da an? Was sind denn für uns die relevanten Jahre? Ja, vielleicht ich sag so nicht 1990, wir ärgern Dennis jetzt. Nein, jetzt eigentlich schon die letzten 20, wo wir so aktiv groß geworden sind. Lass uns doch mal in die Liste gucken, was so ab 2000 abging. Ja, 2000. Nix ging da ab, sorry. Madonna, Kylie Minogue. Madonna kenne ich, hast du schon mal gehört. Kenne ich auch. Madonna Music. Aber danach kam, Music, ohne Scheiß, Kylie Minogue, das war doch auch das war doch so ein super Hit. Was das ist seit 2001 gewesen, ne? Ja. Kylie Minogue. Ist das Video, wo die so in diesem weißen Kleid getanzt hat? Hatte die nicht immer ein weißes Kleid an, Kylie? Ich weiß aber nicht. Madonna ist öfter vertreten, immer schwarz, ne? Can't Get You Out of My Head, das war doch so ein Lied, das hat doch jede Top 40 Coverband gespielt, ja, oder? Whenever. Also ist mir egal, ob die das gespielt haben, aber das Video war der Knaller. Wherever. Das Shakira. Video war der Knaller. Das war Shakira 2002. Ja, ja. 2003, lieber Tom, ja, kam Outcast mit Hey Yeah. Was? Ich dachte, Sorry Miss Jackson, das war ein Hit. Hey Yeah. Ooh, ja. Ja, und das ist ja sehr interessant. Ich hätte ja nie gedacht, dass das, also das Lied sagt mir auch gar nicht. Das Empfinden ist so ein ganz anderes eigentlich. Ja, was war hier, was hattest du gerade hier? Sorry Miss Jackson war genau doch der Hit von Outcast. Ja, aber vielleicht heißt das ja Hey Ya. Sorry, Miss Jackson. Ich hätte auch nicht gedacht, dass 2004 Maroon 5 das meistgehört ist. Oh, welches? Warte. Erfolgreichste Lied ist. Nicht verraten. This Love? This Love. Mhm. Ja. Ja, okay. Komisch, ne? Das erfolgreichste Lied 2004, hätte ich nicht gedacht. Wahnsinnig. Also ich finde, die Nullerjahre sind echt für den Arsch. Guck mal, ja, obwohl 2005 James Blunt, You're Beautiful. Wow, Aggressionen.
Ja, komm, es war aber, es war kein schlechtes Lied. Aber hier, das ist nicht schlecht. 2009, der Black Eyed Peas mit besuchen. I got a feeling. Das war doch gut. Ja, aber danach kommt, okay, Adele, Rolling in the Deep, die Frau kann singen. Ja, ja, da sind wir dabei. Ja. Oh, sind wir jetzt schon bei 2011, okay. Aber was jeder noch kennt, aber wieder vergessen hat, hier Timbaland und One Republic, Apologize, das lief echt grausam häufig im Radio. 2007. Jo. So, und hier 2017 und 18 Ed Sheeran hintereinander. Ja, da bin ich gut, raus. Aber der kann es ja auch. Mit Beyoncé. Beyoncé. Aber dann kommt zwischendurch so, wer ist Mark Ronson? Das ist die Frau von Yates. Nee, 2019. Lil Nas X featuring Billy Ray Cyrus. Ja, aber da merkt man, da sind wir schon zu alt für, wir hören ja an die Klassiker. Lass uns doch mal in die Klassiker gucken, die sind da viel interessanter. Gehst du mal in die Klassiker und da bist du dir auch total, guck mal, da kommen ja auch Namen. Boah. Beatles, The Rolling Stones. Hot Butter. Queen Bohemian Rhapsody 1975. Das waren doch Lieder. Oh, 78 finde ich ganz interessant, hat sogar John Travolta es geschafft. Nee. Ja, ja. Mit Olivia Newton-John. Ja, You're the One That I Want. Aus dem Film? Muss doch Grease gewesen sein. Grease, yeah. Grease, ja, das war Grease. Aber hier, das ist, one, da, das, guck mal hier, on, das war's on, für na. mich. 1966, Frank Sinatra. Strangers in the Night. Boah, ah, Junge, das war geil. Schön mit einem Whisky auf der Bühne, Kippe im Maul und das Lied singen. Ja. Hammer. Und ein Jahr nach meinem Geburtsjahr, 1985. Ach, hör auf zu lügen. We are the world. So, wisst ihr, was ganz seltsam ist, was mir aufgefallen ist? 1975, mein Geburtsjahr, die Bohemian Rhapsody von Queen und es war gleichzeitig auch das Lied auf meiner Hochzeit. Dass die Liste ja, so aber nur halb. Weil das bis zum Headbanger-Teil. Das war irgendwann zu lang. Ja, aber jetzt mal im Ernst, wir als Rock- und Metal-Hörer, finden wir da irgendwas? Ich finde Motorhead nirgendwo. Oder so. Das ist schon seltsam, oder? Ja, aber Metal? Die Beatles waren ja so die frühen Motorhead. Ja, stimmt. Ja, aber sonst nicht mal die Stones sind einmal da mit Angie. Oder in der Moment, ja, Satisfaction. Hier 1979 Pink Floyd, ein bisschen Hardrock vielleicht. Ja, aber so Rock ist nicht, sonst nicht wirklich, ne? Oh, Culture Club. Do you really want to hurt me? Oh, schön. Ja, wie hieß der nochmal? Irgendwann mit George? Boy George, ja. Der war auch schön. Stevie Wonder. Phil Collins. Also da waren ja... Also Brian Adams. Das waren wirklich noch erfolgreichste Jahre. Gut, aber hier Brian Adams mit Everything I Do It For You, das war ja von dem Film. Da hätte ich aber gedacht, Summer of 69 ist so ein Ding, was da drin ist. Ja, aber nee, das kam hier zusammen mit Everything I Do It For You, war doch aus dem Film hier Brian Adams. War das nicht Robin Hood? Ach, guck mal, hier haben wir Nummer 1 von 95, Coolio, Gangsta's Paradise. Den haben wir seit letzte Woche auf eine Playlist gesetzt. Doch, war Robin Hood. Und meine Kindheit in einem Song, Los del Rio Macarena, 1996. Mega. Und heute, muss man sich mit, ich wiederhole es nochmal, auch wenn es nicht richtig ausgesprochen ist, Lil Nas X featuring Billy Ray Cyrus auseinandersetzen. Ja, also dann lieber... Aber wisst ihr, da muss ich nochmal in die Motzkiste rübergehen. Also da muss mir ist nämlich was aufgefallen, bei mir bei der Arbeit, da möchte ich heute nochmal drüber motzen, was ja nämlich genau mit diesen Sachen hier zu tun hat, mit diesen Liedern. Na, lass jucken, Kumpel. Ne, du musst die Motzkiste auch anmachen. Ach so, schon, echt jetzt? Muss ich ihn nochmal andrücken? Hatten wir doch schon. Ja. Ja, ich muss Motz aber, doch. Mir fällt gerade ein, das hat der gemacht! So flexibel. Motzkiste 2.0. Und zwar ist mir, ich arbeite ja in einem Möbelhaus, wie ihr wisst. Ich sage nicht den Namen dieses Möbelhauses, aber es ist auch in anderen Möbelhäusern so. Weil Tom gesagt hat, er arbeitet. Es ist nicht Möbelboss. Und was in so Möbelhäusern oft der Fall ist, ist, dass da Radio läuft. Den ganzen Tag Radio läuft. Und bei uns läuft WDR 4. Oh. Eigentlich ja nicht so, ja, nee, ich bin ja nicht ganz, ich höre ja ab und zu gewissen Uhrzeiten gerne WDR 4, kann man hören, aber wenn man es den ganzen Tag und das jeden Tag hören muss, hat man den Eindruck, dass es nur 20 Oldies zwischen 1960 und 1980 gibt, die in Dauerschleife wiederholt werden. Ja, wenn eins live hört, meinst du, es gibt nur drei Kotzen. Songs. Ja, und die sind alle Utze. Das ist so furchtbar, dass man sich das... Und dann kommen die Kunden rein und sagen, oh, sie haben hier aber schöne Musik laufen. Dann könnte ich kotzen. Das ist unfassbar.
Heute kam zweimal She came to me one morning. Ah, komm, Uriah Heep. Da kannst du dich aufhängen. Ah. Wenn du das aber jeden Tag hörst und jeden Tag zweimal, da wirst du irre von. Ja, wir hatten das bei uns im Autohaus auch. Jetzt haben wir ein neues Autohaus und wir haben da einen sehr modernen Radiosender, der auch alles spielt. Aber ich fand's sehr und ich möchte es in der 50. Episode nochmal zelebrieren, dieses Wort befremdlich. Wenn du mit einem Kunden am Tisch sitzt und sprichst mit ihm und unsere Musik war nicht, also die war immer gut verständlich, ne? Und dann sitzt du dann da und dann los. Während eines Gesprächs kommt auf einmal One moment in time. Da denkst du nur, Alter, du bist gerade auf der Olympia-Verleihung, ja, Ortsverleihung oder so eine Kacke. Ja. Nee, da kommt hier One moment in time. Und, oh, aber ja, gut. Aber mittlerweile höre ich auch Radio Bob nicht mehr so oft, weil auch da über den Tag hin jetzt mittlerweile immer in Dauerschleife Ozzy Osbourne läuft. Ja, okay, da hast du ja zur Not immer noch ja, in Dauerschleife. Und jeden zweiten Tag machst du an und es läuft, weiß ich nicht, Paradise City. Ja, aber sonst läuft auf nicht, dass es noch andere Lieder geben würde. Da geht das schon ganz ordentlich. Ja, die Uhrzeit schlafe ich schon. Läuft sowas. Da schlafe ich schon. Sowas. So also das was? Ist echt das ist Gitarre und Schrank. Wie abwertend. Warum ist das so bei Radiosendern? Warum läuft immer nur dieselbe Scheiße? Es gibt doch nicht nur 20 Songs. Another brick in the wall. So, dann ja, läuft den ganzen Tag. Radio Bob, muss ich ganz ehrlich sagen, ist noch sehr, sehr facettenreich. Wie wäre es mit Rockhütte Agenda 2030? Wir machen einen eigenen Piratensender. Wir machen einen Piratensender 2022. Super Idee. Da bin ich bei. Wann? 22. Das erinnert mich an ein Interview. Sag mal, als du 6 warst, wie alt warst du, als du 6 warst? Ja. Sollen wir das auch noch machen? Vielleicht? Ja, aber das sind so witzige Dinge. Wir machen einen Radiosender. Tom, denk aber dran, ne? Wir haben nur ein halbes Jahr, weil der sagt, der geht ja nur noch ein halbes Jahr und dann muss Ende. Wie, wir hören auf? Sagen wir so, wir machen nochmal 100, nee, nicht 100, nochmal ein Jahr weiter, wenn wir mindestens nach dieser Episode 10 E-Mails von euch kriegen und nein, nicht von derselben Person. Ja, aber woher wissen denn die einen, die E-Mail geschrieben haben, dass die anderen auch eine schreiben? 10 verschiedene E-Mail-Adressen. Die müssen dann ihrer Mutter Bescheid sagen, dem Briefträger, der Affäre, dem Kindergärtner, dem, weiß ich nicht, dem Staatsanwalt. Ja, die zählen ja alle zur also Affäre, André oder? S. aus MG dem Ombudsmann. Schreibt mir immer eine WhatsApp, zählt das auch? André S. aus MG zählt immer, weil der hat immer recht. Ja, der hat immer, ja, aber der hat ja auch genug Zeit, es nachzugoogeln. Quasi, das Recht ist auf seiner Seite. Das ist nämlich ein Googler. Dennis, wie alt warst du denn, als du 6 warst? Ja. Ja, also ich weiß nicht. Also nachts war auf jeden Fall kälter als draußen. Auskunft, Entschuldigung, wie ist die Nummer von 112? Als du 6 war, war der 91. Aber macht euch bitte mal Gedanken darüber, wenn wir so einen Radiosender machen, bitte nicht in Dauerschleife. Dann beißt die Maus keinen Faden an. Also ein Lied darf sich nach einer Woche wiederholen. Das müssen wir uns auf die Fahne schreiben. Okay. Das kriegen wir mit unserem Mixtape hin, was wir jetzt erweitern wollen. Wollen wir jetzt nochmal aber was Richtiges dann da drauf machen, ne? Nicht diese Scheiße, ist mit dem Fokus. Das Rockhütte Mixtape. Zur 50. Episode. Ich habe ein paar Sachen, die wir, glaube ich, noch nicht haben. Ich habe es vorher aber nicht nachgeguckt. Wir haben noch nichts von Bruce Springsteen, The Boss. Haben wir noch nichts drauf, oder? Solange es nicht Coming Home for Christmas ist, ist mir alles recht. Es ist noch zu früh dafür. Oh, da wird so still. Okay. Es ist noch zu früh dafür. Mm. Es ist noch. Okay, dann fände ich Ghosts geil. Ghosts? Ja. Haben wir nochmal. The Boss, Ghosts. Ja. Dann habe ich Airborne haben wir auch noch nichts von. Nee, AC/DC 2.0, ne? Reagan Outer Hell. Ja, bin ich dabei. Geht immer nach vorne. Finde ich mega. Wir wollen ein gutes Rock-Mixtape. Ganz grandios. Haben wir schon was von Rise Against? Nee. Ja, auch sollten wir nicht. Auch was drauf machen. Er sucht noch. Talking to Ourselves. Gute Nummer. Und zu guter Letzt hätte ich noch einen. Mein Gott. Wieder von, wir haben letzte Woche haben wir über Neurosis gesprochen, deutsche Band. Mhm. Mit ganz, ganz grandiosem Gesang. Auch eine hervorragende, ich glaube, die kommen aus dem Schwabenländle. Kiss and Dynamite. Ah, hervorragend. Ja, ja, geile Stimme. Sollte man sich mal reinziehen. Not the end of the road. Ja, Kiss and Diamond. Geil. Kannst du mal noch schnell aussprechen. Kiss and Dynamite. Hirschheiße ich, ne? Den kennst du nicht, wa? Doch, hier scheiße ich. Ja, runter von meinem Sofa. Ist ja ekelhaft. Auch nicht schlecht. Kiss and Dynamite. Geil. Also das sind meine Rockhütte Mixtape Favorites für die 50. Episode. Haben wir alle noch nicht drauf und alles ganz hervorragende Künstler.
lieber Dennis. Wenn es knallt, noch einen Meter. Lieber Dennis, ja? Haben wir schon etwas von Mark Tremonti drauf? Nein. Nein. Solo oder Creed oder Alter Bridge? Ja, mal gucken. ich hätte gerne Solo von ihm, Take You With Me. Ich liebe dich. Let That Be Us vom neuen Album. Das kenne ich noch nicht. Das ist geil. Das ist ja geil. Dann höre ich erst recht in das Mixtape rein. Ja. Auf Spotify und Amazon Music. Creed? Creed, ja. Oh, jetzt komm nicht mit With Arms Wide Open. Nein, nee, 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 Higher. When you come with me. Higher geht gut, Higher geht gut. Boah, ja. Wie hieß das denn? My Sacrifice ist schon geiler. Jo, Higher, My Sacrifice, ja, kannst du machen. Ja. Beide? Mein Gott. Nee, 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 nee. Eins davon. Ich finde Higher besser. Ja. Weil es ist auch schon spät. Ich müsste gleich mal in die... Oh, gute Nacht, John Boy. Ja, Dennis, du hast ja gleich auch noch. Alter Bridge. Bestimmt was. Alter Bridge, okay. Metalingus, Open Your Eyes. Ja, mehr darf ich ja, denke ich mal. Nicht. Ja, nee, Moment. Eins davon. Ja, Moment, eins davon. Okay, dann mache ich diese Woche. Ah, scheiße. Ja, ich bin für Metalingus. Nee, das. Ah, warte. Doch. Das Open Your Eyes klingt noch zu sehr nach Creed. Ja, weil das auch die erste Single von denen war. Ja, aber es hier klingt zu sehr nach Creed. Ja, dann Metalingus. Okay. Ja, pass auf, dann machen wir Open Your Eyes. Von Guano Apes. Von Guano Apes. Ja, Guano Apes. Hör ich aktuell auch das Lustige wieder. Deal. Ja, aber das passt drauf. Guano Apes haben wir auch noch nichts von. Auch eine gute deutsche Band. Ja. Deal or no deal. Also, lieber Dennis, das neue Album von Tremonti ist ja, hab ich noch nicht gehört. Selbst bei Musik spoilert er mich jetzt. Was für ein Wichser. Ist doch erst seit einer Woche. Könntet ihr mal weitermachen, sonst vergesse ich wieder so das, was ich haben wollte. Ja, so letzte Woche konnte ich nur einen, weil ich alles vergessen habe. Kommst du heute nicht, kommst du morgen. Bin ich okay. Jetzt dran? Nee, extra nicht. So, ich habe auch noch ein paar, wer in der Hitliste hätte auftauchen sollen, Klassiker, Slade, Far, Far Away. Ja, mega. Ja, dann habe ich noch Godsmack mit When Legends Rise. Ja. Oh ja. Godsmack, okay. Krass. Mhm. Ja, gut. Auch geil. Und dann habe ich noch ein bisschen in den Nullerjahren gesucht und auch gefunden, Incubus, Pardon Me. Okay, ich hätte jetzt eher Are You In oder hier. Nee, 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 kein Schnulze, muss ein bisschen nach vorne gehen. Incubus war auch. Hießen die Incubus oder Incubus? Incubus. Ja, na, von mir aus Succubus, ist mir doch egal. Aber geil, aber geil. Aber und zu guter Letzt Foo Fighters mit The Pretender. Ja. Boah. Ja. Krass. Ja, ich muss wieder Sport machen. Deswegen ein guter, muss ich mein Pfand nach vorne spielen. Spielen super Bassist. Nate Mendel hat einen super Signature-Bass rausgebracht mit der Marke Fender. Geil, kann ich nur empfehlen. Auch eine tolle Band mit uns auf dem Festival gewesen, namens Rocks 2. Mhm. Die können super synchron mit dem Finger zeigen. So. Geil. Mega. Falls ihr das jetzt mega, liegt, seht, liebe Zuhörer, die machen so. Ja, großartig. Ich meine, es gibt so, so einen Trailer. Ich hätte auch gerne ein paar Songs. Ich hätte einmal gerne von Sepultura Roots Bloody Roots. Ja? Ich möchte dich ja nicht enttäuschen, aber das haben wir schon. Ne, echt? Ja. Siehste, ich bin total raus. Aber ich nehme Def Leppard, Pour Some Sugar on Me. Das haben wir, ja, wollte ich gerade sagen. Nein, Def Leppard haben das wir das Problem noch nicht ist, drauf. Wir haben schon 12 Stunden. Ich glaube, Def Leppard haben wir. Du musst dich besser informieren. Von Def Leppard. Nein, Def Leppard haben wir nicht. Gibt es irgendwas, was wir noch nicht drauf Mega haben? Der Symphony of Destruction hätte ich gerne. Das haben wir noch nicht. Haben wir noch nicht, das stimmt. Aber Pour Some Sugar on Me, meine ich, hätten wir da nicht drauf. Ich höre den laufend. Und das eine Lied hätte ich gerne noch da drauf. Das haben wir bestimmt nicht da drauf. Von Tonsteine Scherben, der Rauchhaus-Song. Das haben wir definitiv so noch nicht. Ja, das hätte ich gerne drauf. Geile Nummer. Nee, der Flappert haben wir tatsächlich so drauf. So, siehst du? Oh, wow. Also, Pour Some Sugar on Me. Ja, ich mach gleich Zucker auf dich. Mm. Mit so, Streusel. Kann man aber langsam sagen, und es wird die nächsten Wochen noch so viel gefeiert. Wochenende! Horst, willst du irgendwas sagen? Du guckst mich so blöd an. Komm, sag es schon. Sag's. Hört jetzt endlich auf, jetzt ist langsam am Schluss. Auch wenn es die 50. Episode ist. Los jetzt. Der macht doch jeden Spaß kaputt. Also um das mit den Floskeln zu beenden, niemals geht man so ganz. Ja, ganz oder gar nicht. Ja. Alle Tüte auf von meiner Mutter. Alles Liebe, alles gut. Gut, tschüss. Gut. 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 Es war uns ein Fest. Wir sind raus. Fest, fest, fest. Ahoi. Deine Mutter. Ciao, ciao. Das war der Rockhütten-Podcast. Folgt uns auf allen gängigen Plattformen und bei Fragen und Anregungen erreicht ihr uns per E-Mail unter podcast@rockhütte.com. Danke und bis zum nächsten Mal.
Game over.